Die Statistikfunktion in Kalkwerk zeigt, wie sich ein Merkmal über einen gewissen Zeitraum entwickelt hat. Also, zum Beispiel, das Laufrad. Mich interessiert, wie haben sich die Kosten des Laufrads, sagen wir mal, von 2010 bis 2013 entwickelt. Okay, wenn ich jetzt hier draufklicke, dann erhalte ich so eine Art Statistik. Da sieht man die einzelnen Teile des Laufrads, dessen Beschreibung. Und dann hier die Zeiträume, 1.7., 1.7.2011, 1.7.2012 und so weiter. Und dann die Kosten von jedes Teil in jedem Zeitraum. Und hier ist auch dann unten grafisch dargestellt. Das ist jetzt zum Beispiel so, was die Statistikfunktion macht. Ja? Wenn ich jetzt auch zum Beispiel eine andere Größe wähle, 800, und wieder auf die Kosten klicke, kriege ich jetzt die Statistikfunktion für dieses Laufrad. Ja? Das anders, die anders ausschaut als von dem Laufrad vorher. Und diese Statistikfunktion kann man nicht nur für das Laufrad nehmen, sondern für jedes Teil und für das gesamte Produkt.